Hallo. Hallo. Hey, wir sitzen hier so im Zockzimmer rum, einem Gaming Room. Wir sind zwei Piranhas und erzählen was über Computerspiele und heute über Zocken und was irgendwie Perfect Gaming Room Gedöns und so. Ist das denn hier perfekt, wie wir sitzen? Wird mehr so eine Mischung aus Büro und Streamingzimmer, Aufbewahrungsbibliotheks Gedöns mit Spendy, der dann immer irgendwie hin und her getragen wird, weil, also es sieht normalerweise hier fast genauso aus, aber ein bisschen anders, weil perfekt ist das nicht, oder? Ist das nicht nahezu das Gleiche? Nee. Nee? Nee. Wir haben mal weniger als 100 Leute gefragt, was die dazu sagen. Was sind für dich das perfekte Gamingzimmer? Und die haben Folgendes gesagt. Bei mir ist es so, ich spiele mit Beamer. Ich habe meine PlayStation auf den Beamer geschaltet und spiele mit Kopfhörer. Und das heißt, ich bin sehr drin. Das Bild ist sehr groß und ich finde das schon ziemlich nah dran. Ich mache dann die Vorhänge zu, es ist dann ein bisschen dunkel und dann macht das schon ziemlich einen Spaß. Ja. Abgedunkelt, einen bequemen Stuhl, gute Soundanlage. Bei mir mit sehr viel Lichtern. Also wirklich so, dass halt alles irgendwie bunt leuchten würde. Du keine direkte Lichtquelle hast sonst. Das stört auch einfach beim Zocken, finde ich, sonst irgendwie. Also dann ist der ganze Bildschirm am Glitzern und siehst halt nicht dein Spiel. Guter Schreibtisch, guter Schuh, guter PC. Sonst natürlich gemütlich. Bei mir vor allem pink. Uff. Eine Couch mit einem großen Fernseher und vielleicht einen Kühlschrank mit Snacks und Bier. Auf jeden Fall eine Klimaanlage. Wenn du in Deutschland wohnst, auf jeden Fall eine Klimaanlage. Weil es ist schrecklich. Ey, es gibt nichts Schlimmeres als in Deutschland, wenn es 40 Grad draußen zu zocken, das ist das Schlimmste. Weil es kühlt doch nicht ab am Abend. Ich würde sagen, eine Klimaanlage. Der Rest ist wirklich wurscht. Aber eine Klimaanlage und, ich, wie gesagt, Deutschland, aber Klimaanlage. Was sagst du denn dazu? Also, das kommt drauf an, aus welcher Ecke man das betrachtet. Das erste ist Bequemlichkeit. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Mhm. Also, das Zimmer sollte bequem sein. Der Stuhl, auf dem man sitzt, sollte bequem sein. Denn ansonsten kriege ich es mit dem Rücken oder das macht keinen Spaß oder ich finde es irgendwie ungemütlich und irgendwie sollte es beim Zocken gemütlich sein. Ja. Insofern, wenn man im selben Raum oder nee, auf demselben Platz vielleicht sogar zockt in der Freizeit, auf dem man auch arbeitet, ist das natürlich vielleicht ein bisschen problematisch. Das gemütlich zu haben, meinst du? Ja. Mhm. Na gut, man kann natürlich auch gemütlich arbeiten, ne? Gamingstuhl zum Beispiel. Ne? Also so ein Gamingstuhl, der ist ja normalerweise irgendwie so gemacht, dass der irgendwie ergonomisch irgendwie sinnvoll ist und das so weiter. Das ist aber irgend so ein Ding von Ikea. Da sitzt man drin wie... Also Gamingstuhl geht anders, finde ich. Ja, man kann ja auch irgendwie 1000 Euro für so einen Stuhl ausgeben. Ich muss das immer irgendwie gerade haben im Rücken. Ne? Und, aber trotzdem. Aber wenn ich in meiner Freizeit zocke, dann möchte ich mich doch am liebsten hinflezen. Ja? Oder? Füße auf dem Tisch oder was? Irgendwie schon. Ne? Also ich verdrehe mal so, ich bin ja auch ein Kerl, wir sind ja mal ein bisschen steif in den Knochen und so, ne? Dann verdrehe ich immer irgendwie so meine Füße und so, dann tut mir immer so mein Knie so knupp, 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 knupp. Kennt ihr das so? Ne? Auf der Couch irgendwie. Da denkst du mal, ah, das ist doch irgendwie alles nicht so. Ah, und wenn dann die Sitzfläche noch zu kurz ist und dann klopft dann das blöde Bein, alles cool. Ne? So, das ist dann nicht gemütlich, selbst auf der Couch nicht so, ne? Da will ich mich auch lieber hinsetzen. Also kommt schon mal vor. Hm, ja. Also ich liege immer wie so eine Banane. Was? Ja, also ich fläze mich da einfach so rein in die Couch. Aha. Und das finde ich dann gemütlich. Ja, und wenn die Figur dann an der Wand lang läuft, bong, 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 bong. Bin ich eingeschlafen. Das ja, ist der Nachteil, okay, ja, wenn man so gemütlich das, ja. Das stimmt. Ne? Ja, aber irgendwie so nachmittags irgendwie so gerade zocken, das würde ich jetzt auch nicht besonders lange machen. Nein, 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 nein. Das wird auch vor allem so im Büro, ich muss das irgendwie, ich muss immer gerade im Rücken haben, sonst kriege ich Rückenschmerz. Ganz klar. Und wenn ich jetzt hier am Computer sitzen würde, ne, weil PC spielt man klassischerweise eigentlich im Bürostuhl oder im Gaming. Stuhl, ne? So.
Und das ist halt so eine Sache, die habe ich nicht so. Fühle ich nicht. Ja? Weil ich habe es eher irgendwie flätzig, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir früher auch gemacht, so, ne? So LAN-Partys oder so, dann hast du da gesessen, ne? Oder in der WG damals hatten wir dann ja irgendwie immer alles verkabelt und so. Mittlerweile macht man alles übers Internet, das ging damals nicht so. Da haben wir das Kabel irgendwie quer durch die Gegend verteilt. Also könnte man das auch ausweiten auf das Thema Ausstattung im Allgemeinen, ne? Also was brauche ich denn, was ist cool? Großer Bildschirm zum Beispiel wäre sowas, ne? Perfekte Ausstattung ist, wenn ich einen großen Bildschirm habe, auf dem ich möglichst viel sehe oder möglichst hohe Auflösung oder sowas, Ausstattung, Peripherie. Und das nächste Thema, was ich ganz spannend finde, ist Look and Feel. Also was habe ich denn zum Beispiel für eine Farbgebung? Muss das eher irgendwie so dunkel sein, alles abgedunkelt und irgendwie so, irgendwie verbindet man das mit Gemütlichkeit? Oder ist das eher so wie bei uns hier, darf ruhig hell und freundlich sein? Irgendwie die Sonne scheint mir auf den Dez währenddessen. Also normalerweise sieht das hier nicht so aus, weil ich bin ein Grottenolm. Also normalerweise hat hier super dunkel, ja? Beim Zocken. Beim Zocken, ja. Das auch. Ja, aber auch beim Arbeiten. Ich könnte das so nicht. Für mich ist das irgendwie so Zahnarztwartezimmer. Ich finde das schön, wenn die Sonne reinscheint. Ja. Die darf natürlich nicht drauf im Bildschirm scheinen, damit ich nicht mehr vernünftig irgendwie nichts sehe oder was, sondern aber wenn irgendwie die Sonne reinscheint ins Zimmer und ich das Gefühl habe, ich krieg davon was ab, dann bin ich bin wetterfühlig, ich bin dann glücklicher. Mhm. Also grün mit Pflanzen vielleicht, ja. Auch beim Zocken? Ja, auch beim Zocken. Ja? Ja. Mhm. Ich passe mich an. Du passt dich an mich an, wie wenn ich die Jalousien runtermache und du im selben Zimmer sitzt. Das ist richtig. Ich würde das freiwillig nur dann machen, wenn es mich extrem blendet. Nee, kann ich irgendwie nicht. Das ist so, nee. Das muss dunkel sein, ja. Damit ich dann auch nicht so hell machen muss, ne, den Bildschirm. Mhm. Dann, das ist schon irgendwie cooler, ja. Ist irgendwie für mich wie gemeint. So ist es gemeint. Horrorspiele wären wahrscheinlich besser, wenn man so im Hellen spielt, ja. Sonst ist natürlich schon so ein bisschen... Bisschen Benny Hill-Musik im Hintergrund. Ja, gut, okay, im Ohrwurm. Pflanzen, ja oder nein, hell, dunkel, Farbgebung. Das, was wir in letzter Zeit am häufigsten beobachtet haben tatsächlich, ist, dass die Leute so mit diesen 80er-Jahre-Charme-Neonfarben ihre Gaming-Zimmer bestücken, weil sie das irgendwie mit Gaming verbinden. Wenn man... Ich würde das als Synthie-Pop bezeichnen. Ist so. Wenn man googelt und man googelt dann zum Beispiel Gaming Room, dann kriegt man immer diese Neon-Sachen. Dabei könnte man ja auch 1000 andere Themen nehmen, die man irgendwie als Spielzimmer einrichten kann, ja. Zum Beispiel im Stil meines Lieblingsspiels könnte ja auch ein Rollenspiel sein oder im Stil meines, was weiß ich, meiner Lieblingsmusik oder irgendwas. Aber tatsächlich sind diese Neon-Dinger total angesagt. Bei uns sind die Wände nicht weiß. Bei uns sind die mehr so Sandfarben, so ein bisschen gelblich, ne, Safran oder was das ist, ne. Mhm. Und hier auch sehr holzig, braun, hellbraun, irgendwas. Ja, ich bin Indiana Jones Fan und für mich darf das gerne so aussehen, als wenn man in so einem alten Aztekentempel oder sowas, ja. Das finde ich cool. Auch ein paar ägyptische Anubis-Gedöns und sowas, alles habe ich hier, ne? Und das, ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Bei uns ist das eine Mischung aus, Indiana Jones und Kindergarten. Ja, so ein bisschen, das stimmt, ja. Kindergarten kennt ihr vielleicht, das sind auch so Möbel, immer so typische hellholzige Möbel, so, ne, wie damals die Eisenbahn, so, ne, aus Holz, Holzeisenbahn. Und das ist irgendwie typisch für Kindergarten, finde ich. Mhm. Ne? Natürlich auch noch bunt, ist klar, ne, aber so Möbeljahr ist meistens immer sehr holzig, ne, hellholzig. Ja. Ja, und was da häufig natürlich auch da sind, Sammlungen, ne? Bei uns hier seht ihr ja Spielesammlungen oder auch Stehrümchen, Figuren oder sonstigen Merchandise, den man sich so im Laufe der Zeit angesammelt oder gekauft hat. Das ist natürlich auch ganz typisch für Gamingzimmer. Mhm. Also lasst uns doch mal wissen, wie sehen denn eigentlich eure Gamingzimmer so aus? Ja.
Habt ihr wirklich ein eigenes Zimmer dafür oder ist das nur irgendwie so eine kleine Ecke irgendwie abgepasst? Oder habt ihr sagt, nee, mitten auf der Couch, Hauptsache Konsole irgendwie hier oder was? Oder Kommandozentrale. Also es muss blinken und mit Wasserkühlung. Das wäre spannend zu wissen. Hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Sehr passend zum Thema, weil du es gerade erwähnt hast, nehme ich jetzt einfach diese Frage. Die Frage geht nämlich so. Frage an Björn. Schon wieder. In einem Interview hast du mal erzählt, dass du ägyptische Statuen sammelst. Ja, ich gehe mal gucken, ob ich das mal ganz schnell schaffe. Mach mal ein Foto davon. Statuen sammelst und eine Anubis-Statue hast. Besitzt du die immer noch und kannst du sie mal kurz zeigen? Er wusste schon, was kommt. Der hat die bestimmt auch gelesen, die Frage. Da kann man sehen, ne? Also da habe ich gerade Foto gemacht, irgendwie im Hintergrund sind noch ein paar Krücken, weil unser Sohn hatte wohl ein bisschen mit dem Flunken Probleme und Treppenhaus und so und ein Bild von unserer Tochter da im Hintergrund. Das ist meine Anubis-Statue, die ist etwa so groß, wenn sie steht, irgendwie auf dem Sockel. Ja. Ich hatte die Frage schon gelesen, deswegen, ja. Habe ich auch schon angenommen. Ja? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranhabecken TV. Genau. Mach's gut. Bis dann. Was hast du denn gedacht, was ich jetzt mache? Boot auseinandernehmen? Nein, ich hatte Anubis das, hochholen oder ich hatte im Grunde genommen schon den Zuschauern verraten, dass ich annehme, dass du das auch selber schon gelesen hast. Ah ja, okay.